Dann auf zum Wegflug. So, das ist immer noch. Das ist immer noch markiert. Wo genau ist das? Das sieht ein bisschen weiter weg aus. Weltkarte? Um Gottes Willen, wie weit ist das bitte weg? Oha! Ja, okay. Dann gehen wir einmal dahin. Dann sind wir wenigstens ein bisschen näher dran und fliegen den ganzen weiten Weg nach unten. Warum auch immer das so weit weg ist. Da können wir uns kleine Reisegeschichten auf dem Weg erzählen. Von fernen Ländern eine lange Reise bestreiten. Das hätte ich ganz zusammen dabei. Das wäre bestimmt witzig. Tab 3. Nein, ich muss länger gedrückt halten. So, testen wir mal, wie schnell wir doch sind. Ich muss sagen, so viel schneller wirkt das gar nicht. Obwohl, ich finde, so wie das animiert ist, ist es auch schwierig rauszufühlen, wie schnell es ist und wie langsam es sonst wäre. Das ist der Eulenturm, oder? Oh, vielleicht könnten wir einmal kurz reinschauen, bevor wir weiterfliegen. Da waren wir ja noch nicht drin. Schauen wir doch mal rein. Können wir unsere Eule sehen. Schade, dass wir uns die nicht aussuchen konnten, so ein kleines Haustier. Vielleicht können wir irgendwann mal ein Tierwesen haben. Ein anderes. Um Gottes Willen. So weit oben. Oh. Oh, das sind nur drei verschiedene Eulen, oder? Das ist die gleiche Textur. Oh, hier ist was zum Lesen. Eulen von Hogwarts. In der Eulerei von Hogwarts gibt es Schuleulen und Eulen im Besitz von Schülern. Der Ort sollte mit Vorsicht betreten werden, um nicht in die Hinterlassenschaften der Eulen oder wieder hochgewirkte Mäuseüberreste zu treten. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen eben. Das sieht ziemlich ekelhaft aus. Gehen wir mal ganz nach oben. Auf Wiedersehen, Eulen. Ihr seid mir alle zu ruhig, das ist ein bisschen gruselig. Oh, da ist noch was. Oh, ich glaube, das war mit Leviosa. Levioso. Leviosa lernen wir ja noch. Ich würde gerne das ausgerüstet lassen. Leviosa! So, einmal sammeln. Aussicht ist schön von hier oben. Okay, dann gehen wir mal weiter. Auch zum Wettkampf. Oh, und wir können so lange die Balance auf dem Weg zerplatzen lassen. Hier sind ja wieder welche. Wir haben sie ja vorher schon einmal gesehen. Jetzt wissen wir wenigstens, was sie für einen Sinn haben. Das sind also... Also es gehört mit zum... Oh Gott. Was stand da? Herausforderung, genau. Es gehört mit zu den Herausforderungen. Von Quidditch, denke ich mal. Aber sie hatte ja im Büro gesagt, also Madame Kogawa hatte im Büro Quidditch erwähnt, dass wir das eventuell im Team schaffen könnten irgendwann. Ich glaube nicht, dass das Spiel das umsonst mit eingebaut hätte. Ich glaube, das gibt es irgendwann mal, dass wir Quidditch haben können. Wahrscheinlich irgendwann in weiter Zukunft, so ein, zwei Jahren. Aber ich denke, irgendwann werden wir es haben. Und da können wir alle für unser Haus antreten. Unter uns scheint viel zu Lust zu sein. Überall irgendwelche Feinde. Und irgendwelche Anzeigen, dass da was ist. Da sind noch mehr Ballons. Können wir auch nochmal zerplatzen. War so schön, hier rumzufliegen. Und hat so viel Freiheit. Oh, da hinten ist eine Kulisse im Hintergrund aufgeploppt. Die hat wohl vorher nicht laden wollen. Ich finde schon schön, wie die Welt nicht einfach komplett leer ist, durchgehend. Wir haben unten Felder, da unten arbeiten sogar. Arbeiten da welche? Tatsächlich, wir haben Leute, die arbeiten auf den Feldern. Ich hätte erwartet, dass alles mit Magie gemacht wird in dieser Welt. Wir hatten eben eine Kutsche, die unten auf der Straße gefahren ist.
ist alles so schön. Hier würde ich gerne in echt leben. Einfach nur Ruhe, eine schöne Kulisse. Jeden Tag haben wir schon auch schon mal besser aus. Sah das schon mal besser aus? Moment. Meinst du hier das Haus oder sowas? Was meinst du? Können wir mal kurz gucken, was hier so ist. Hier werden mehrere Sachen angezeigt. Moment. Was ist das? Unser alter Magie zeigt uns was an. Sowas gibt's einfach, ohne Story-mäßig. Was ist denn das? Moment. Den Besen einmal wieder. Was bist du? Oh, und da hinten? Was ist das? Wo ist denn das nächste? Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Das machen wir, aber was hat das jetzt zu bedeuten gehabt? Oder kann ich es nochmal aktivieren? Wo war denn das nächste davon? Ich weiß es nicht. Ignorieren wir das mal kurz. Was ist das hier? Können wir mal unseren neuen Eiszauber ausprobieren? Das ist so einfach. Die haben Wölfe, haben eigentlich gar nichts getan. Die haben uns einfach eingemischt in ihren normalen Alltag. Schmetterlinge? Werden wir das mit einem Grund angezeigt oder einfach nur zum Ansehen? Jetzt kommen wir da nicht hoch. Ich kann hier nicht rein. Achso, das. Revelio. Ab und zu. Oh, das war's. Das ist das, was wir eben nicht mehr gefunden hatten. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Oh, das war also doch ein bisschen weiter weg gewesen. Und was hat uns das jetzt gebracht? Aufzusammeln? War das irgendein... Wer hier wohl gelebt hat. War das irgendein Geheimnis zum Aufdecken? Ich verstehe nicht ganz. Ich glaube, es war einfach nur so zum Einsammeln, aber... Confringo! Ich muss es länger gedrückt halten. Jetzt benutze ich Confringo, deswegen. Okay, was auch immer das uns jetzt gerade gebracht hat, die alte Magie da aufzuheben. Vielleicht ist das irgendwann mal wichtig. Oder wir sind noch nicht so weit in der Story, dass das heißt, oh, es gibt irgendwo in der Welt sowas verteilt. Oh, obwohl, doch, der im, dieser... Scheint eine ruhige Nacht wie hieß er noch? Der, Professor im Rahmen da, in dem Bild, der hat halt auch was erwähnt von Wirbeln in der Welt, die man aufsammeln kann. Oh. Das wirst du bitter bereuen. Das ist also... Ah, okay. Also, das ist im Moment nicht verfügbar, ist die Abgrenzung der Welt. Vielleicht kommt das ja nochmal. Die hier Wettbewerb? Da wären wir. Alle so spät noch. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Oh, da ist ja Gryffindors Tempowunder. Um Gottes Willen, nicht du schon wieder. Du bist nervig. Hallo, so unfreundlich Imelda. Arrogant. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Ja. Hast du deine Meinung geändert? Alle vergrault, oh. Hast du alle vergrault? Oh, na sowas. Hast du alle anderen schon vergrault? Oh, ich habe viele Herausforderer. Aber sie sind nun mal nicht gut. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Kann man nur so arrogant sein? Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja. Aber erstmal starke Konkurrenz fragen. Starke Konkurrenz? War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig?
Nein. Ich habe das Gefühl, mir reicht das, ist das doch irgendwie weiß, wichtig. Ich weiß, dass ich die Beste bin. Sonst wäre sie nicht so also, drauf. Versuch gerne, meinen Rekord zu brechen. Und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst. Ja, dann machen wir es jetzt. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Also, ist doch ein Kompliment irgendwie, wenn sie uns als Herausforderung sieht. Was müssen wir machen? Oh Gott, wir haben ja die Wesenverbesserung. Ist das nicht ein bisschen unfair? Das war doch nicht schlecht. Das war auch erst der erste Ring. Ich hätte gern mehr Lenkungsfreude. Freude? Lenkungsfreude? Nein. Einfache Lenkung. Wunderbar. So, einmal hoch. Und diesmal schlagen wir die Bestzeit sofort. Nicht über der anderen Strecke. Oh, na, komplett verfehlt. Fabelhaft. Jetzt aber. Die Aussicht ist so schön. Die Musik, das super. Hast du blau hier auf dem Boden? Ist das Reflektion oder sind das Blumen? Oder sind das Blumen? Ich bin sehr dankbar, dass es nicht, sehr weit oben plötzlich ist oder ganz tief langsam unten. Langsam habe ich es raus. Ja, gerade wo du das gesagt hast, habe ich direkt alles okay. Super. Gut, ob wir die Bestzeit schlagen. Weiß ja nicht. Noch 5 Ringe. Wir haben 1:30. Eine Minute noch. Wenn wir jetzt keine von diesen Blasen verpassen, sollten wir relativ schnell sein. Schnell fertig sein. Los, flieg höher! Flieg bloß nicht gegen den Besen, gegen den Ringrand. Nur ein Ring noch, dann haben wir es geschafft. Und wir schlagen die beste Zeit. Locker. Das war nicht übel. Wir haben keine Strafe verpasste Ringe bekommen. Gut, so schwer waren sie nicht, dass man sie hätte verpassen können. Obwohl, vielleicht, wenn man ein bisschen ausgerutscht wäre. Haben wir sie geschlagen, ist die Frage. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber? An der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Wieso nicht? Wer war von deinem Talent verärgert? Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das muss ich ihr überlassen, da hat sie recht. Also, ihre arrogante Art mal beiseite gelegt. Sie sollte sich nicht irgendwie runterschrauben, nur weil irgendjemand, ein verletztes Ego hat, nur weil sie geschlagen hat, die anderen. Ich meine, sie ist nun mal besser. Und wir werden sie dann auch nochmal schlagen, also sind wir dann besser. So ist das Lauf des Lebens. Der Lauf das werden wir Dinger. Ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Nein, du wirst mich das schon sehen. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. So, wir sind schon wieder nur Zweiter. Noch ein erfolgreicher Flug. 1, 5, 5, das sollte ich Mr. Weeks erzählen. Ja, wir starten jetzt aber kein zweites Rennen. Wir sollten später noch so, ab... Abby Weeks, sollen wir zurück zu ihm gehen? Da können wir auch die Karte wieder benutzen. Obwohl, bevor wir das machen,
Kann ich hier irgendwo so einen Feuerplatz freischalten? Damit wir nichts verpassen, hier hinten. Wir gehen erstmal hier unten hin und dann holen wir uns den Platz, damit wir da jederzeit wieder uns hin teleportieren können. Erstmal gucken wir, was ist hier eigentlich? Eine Windmühle. Ist das so ein kleines Dorf hier? Das sieht aus wie ein kleines Dorf. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso denn gefährlich? Hier scheint doch alles normal zu sein. Oder habe ich was verpasst? Das muss zu etwas Großem führen. Wer ist das denn? Verzeihen Sie, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Okay. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Was mein denn? Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ich liebe ein gutes Rätsel. Rätsel liegen mir nicht. Nee, nee. Das klingt interessant. Was ist das denn für ein Rätsel? Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Ich bin gespannt. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ja klar, das machen wir gerne. Also zum einen, weil es interessant klingt und zum anderen, weil das ist für die alte Frau bestimmt auch ganz nett, das kleine Geheimnis von ihrem ehemaligen Mann herauszufinden. Außerdem, wer nennt sein Kind Gravel? Nur mal kurz, ich meine, der Mann heißt Gravel von ihr. Gravel, gruselig. Wo ist die Statue? Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Okay, dann sehen wir, was wir tun können. Wenn es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Ja, das können wir machen. Das wird die Frau freuen. Können wir da oben was sammeln? Nee, ich helfe gerne. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Wie das Leben von der Vogelscheuche wohl sein muss. Die ganze Zeit nur in eine Richtung starren. Oh, Merlins Prüfung. Das ist das also, das heißt. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Kicker gehabt. Ja, nu? Was ist denn von Merlins Prüfung hier? Oh, da oben scheint was zu sein. Ja, das Schaf hat zugestimmt. Na los, hoch da. Sag mal, kannst du nicht ein wenig klettern? Kann doch nicht so schwer sein. Wie war das noch? Das war nur zerstören, glaube ich. Das war nur zerstören. Da müssen aber noch mehr sein. Wo ist die Frage? Ich sehe keine weiteren. Oh, da ist ein Händler. Ja, komm, Merlins Prüfung können wir auch anders machen. Ich suche jetzt nicht diese komischen Preisdinger schon wieder. So, guten Tag. Also ich meine, ich bei Kugeln mit komischen Preisdingern übrigens. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Was verkaufen Sie? Ja, das ist, glaube ich, die beste Frage als erstes. Was für Produkte verkaufen Sie? Ich verkaufe Produkte rund um Tierwesen. Tierwesen haben mich immer fasziniert und sie stehen hoch im Kurs. Also habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Okay, und wie lange wohnen Sie schon hier? Wie lange wohnen Sie schon in Irondale? Mein ganzes Leben. Meine Schwester und ich wuchsen hier auf. Ich blieb hier. Sie hatte andere Pläne. Und waren Sie in der Koboldmine? Ist eine Koboldmine in der Nähe?
In der Nähe soll es eine Koboldmine geben. Waren Sie schon mal dort? Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige wertvolle Tierwesenprodukte, aber das ist mir zu riskant. Ranrocks Anhängern kommt man lieber nicht in die Quere. Oh ja, davon können wir auch Geschichten. Was verkaufen Sie hier? Also was gibt es? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ach, hier kann man also Federn und so finden. Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal für solche Sachen ansehen, was wir für den Zaubertrankunterricht brauchen. Da könnten wir vielleicht auch mal einen Zaubertrank herstellen. Alohomora. Können wir Alohomora mal in der Wildbahn wirfen? Nee, aber vielleicht könnten wir ja mal Zaubertränke herstellen. Da müssten wir uns ein paar Sachen kaufen. Und mal sehen. Besser als sie sich zu kaufen. Dürfen wir hier einfach drinnen sein jetzt? Oder werden wir dich angeschrien? Okay, interessiert niemanden, dass wir einfach so eingebrochen sind? Ich bediene mich mal, ne? Darf ich hier durch? Nein, darf ich nicht. Dass sie das einfach nicht interessiert. Ja, wir klauen einfach mal ein paar Sachen. Stört ja niemanden. Danke, danke. Wir haben ein Gemälde gefunden für einen Raum der Wünsche. Also haben wir es jetzt mal live gesehen, dass wir tatsächlich Dekoration finden können. Ich hoffe, wir finden bald Möbel. So ein Sofa. Oder ein Bett für ein Nickerchen, wenn man vom Hausaufgaben machen viel Was zu müde ist. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Nee, noch nicht machen wir Merlin. Das sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Dass wir keinen Ärger bekommen dafür, dass wir nachts rumlaufen. Das fand ich ein bisschen schade. Es wäre cool, wenn es tatsächlich Strafen geben würde dafür, weil man nachts ja eigentlich nicht raus sollte.